Hallo zusammen. Vor 10 Tagen ist mir was passiert, was mich zum Nachdenken gebracht hat, und das will ich mit euch teilen. Ich bin morgens ins Geschäft gefahren, ganz normal von der Autobahn runter auf die Bundesstraße, und dann sehe ich einen PKW, Warnblinker an, ein Mann steht draußen und winkt. Ich bin rechts rangefahren und dann kam er zu mir hergerannt und hat gesagt, du kannst mir vielleicht helfen, ich stehe schon seit einer Dreiviertelstunde hier rum und keiner hält an und kann mir niemand helfen. Also, ja, worum geht's denn genau? Ich bin von Österreich hergefahren, habe heute ein Geschäftsmeeting hier, irgendwie sowas, ja. Und ich habe meine Brieftasche zu Hause vergessen. Ich habe gar kein Geld und mein Sprit ist gerade alle. Und ich bin mit der Familie da, weil ich die mitgenommen habe. Kam mir ein bisschen komisch vor, und dann bin ich ausgestiegen, bin nach hinten gelaufen, habe dann tatsächlich gesehen, auf der Rücksitzbank sitzt eine Frau mit einem Kind. Und er ist dann eingestiegen, hat einen Schlüssel reingesteckt und hat gezeigt, so, der, guck mal, kein Sprit. Und dann habe ich gesehen, ja, da, die Tankanzeige blinkt, kein Sprit. Es hat für mich alles einen Sinn ergeben. Ja? Und ich gehe immer davon aus, weil ich selber immer die Wahrheit sage, und gehe ich davon aus, dass die Menschen das halt auch tun. Ja? Also, und ich habe dann einen leichten Kontrollcheck gemacht und es schien alles stich- und hiebfest zu sein. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, okay, komm, dann fahr doch einfach mit mir mit. Ich muss zwar ins Geschäft, aber fahr doch einfach mit mir mit. Wir fahren zu der Tankstelle und ich tank dir ein bisschen das Auto voll. Sagt er, nee, der hat ja jetzt das Geschäftstreffen oder was auch immer und der müsste jetzt dorthin, kann ich ihm nicht ein bisschen Geld geben? Und damit er dann halt einfach tanken kann und wieder zurückfahren kann. Und der überweist mir das Geld und ich bin ja so ein toller Mensch und bla, bla, bla. Ja, so ein okay, ich habe die Brieftasche aufgemacht, haben dann Geld gegeben und er sagt, hast du nicht ein bisschen mehr? Da hätte es schon klingeln sollen, ja. Da habe ich gesagt, Familie, Frau, ein Baby, Tank leer, sagt die Wahrheit, ist eigentlich nett. Ja, dann habe ich ihm halt alles gegeben, was ich in der Brieftasche hatte. Ich möchte jetzt, aber es waren keine Millionen, es waren keine 500.000 oder 500 Euro, es waren auch keine 100 Euro, es war weniger, aber Betrag spielt ja keine Rolle. Ja? Du hilfst jemand, weil du Vertrauen hast und offensichtlich für dich derjenige, ja auch, du hilfst halt einfach jemand, ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Also habe ich ihm das Geld gegeben und hat gesagt, du, kein Problem, ich rufe dich jetzt an, gib mir deine Mobilnummer. Ich habe sie ihm gegeben, er hat mich angerufen, das hat auf dem Handy hat die Nummer angezeigt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist ja jetzt alles noch eine rundere Geschichte. Habe dann vom Kennzeichen natürlich kein Bild gemacht, weil die Frau saß hinten und die hat mich gesehen. Und dann habe ich gedacht, das kommt halt einfach bescheuert rüber, ja, wenn ich dann jetzt so anfange, das Kennzeichen abzufotografieren. Brieftasche und Personalien hat er natürlich nicht da, ja. Aber ich hatte seine Handynummer und es schien einfach alles eine runde Geschichte zu sein. Also hat er gesagt, okay, ich danke dir vielmals und du bist der Beste und bla 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 wieder. Okay, komm gut heim. So. Vor 10 Tagen. Ich habe dann am Tag darauf habe ich ihm eine Nachricht geschrieben mit meiner, ich hoffe, dass du gut angekommen bist, meine Kontodaten und so weiter, und da kannst du es hin überweisen. Kam nichts. Dann habe ich jetzt vielleicht 10 Mal angerufen zu unterschiedlichen Zeiten. Morgens, mittags, abends, gegen 22 Uhr. Und immer ist die Nachricht, diese Nummer, unter dieser Nummer können Sie niemand erreichen. Also ich bin wirklich nicht bescheuert und ich bin über 40, aber diese Masche, die ist schon bemerkenswert, dass sich manche Leute einfallen lassen, um andere Leute hinters Licht zu führen. Und bei meinen Videos gibt es ja auch keine Namen, ja? Keine Namen, keine Adressen, ich sage eigentlich immer die Wahrheit. Und aber trotzdem möchte ich ein Statement abgeben und zu dem Menschen, ich nenne jetzt mal A.R. Schloch. Das ist nicht die feine englische Art und das ist auch nicht die feine Art, so Menschen abzuziehen, indem du deine Familie mitnimmst, auf dem Rücksitz platzierst, deinen Tank so drapierst, dass du den Menschen suggerierst, du brauchst Hilfe. Und wenn dann einer anhält und dir hilft, dann sei doch einfach ein bisschen mehr Mensch, wie du bist,
und gib das, was du bekommen hast, zurück. Und ich rede jetzt nicht vom Geld. Das kannst du von mir aus behalten. Ja. Es ging nie ums Geld und es geht mir auch nie ums Geld. Es geht um Ehrlichkeit, authentisch zu sein. Ein guter Kollege, ein Mann, ein Papa zu sein, ein Vorbild für die Menschen, die um dich rum sind, das sollte man eigentlich sein. Und wenn du Geld brauchst, dann geh doch arbeiten, genauso wie ich. Oder wie all die anderen Menschen da draußen. Und an alle anderen? Ja, das soll jetzt nicht irgendwie... Ihr sollt aufpassen, bla bla bla, ja. Hey, ich bin ein erwachsener Mann und ich falle auf solche Tricks rein. Und ich möchte euch einfach sagen, oder die Geschichte erklären oder erzählen, damit ihr halt nicht auf solche Sachen reinfällt. Mein Name ist Luke van Dijk und ich wünsche euch eine gute Zeit.